Was geht ab, Fisherman's Friends und DJ-Freunde und Familie? Und zwar habe ich mir vor, lass mich lügen, 2-3 Monate den DDJ XP2 gegönnt. Ich habe bereits Erfahrung mit dem Gerät gemacht, also ich habe wirklich ungelogen 2-3 Monate damit gearbeitet und muss echt sagen, das ist echt ein geiles Teil. Also gerade wenn du halt in Clubs bist und irgendwie keine DJs da sind und du irgendwie deine Cue-Points brauchst oder deine Effekte, ist das Gerät einfach perfekt. Dazu habe ich noch ein passendes Case gekauft dazu. Und wie viele anderen wissen, gibt es das auch noch in der 1er-Version, also das Vorgängermodell. Aber das kannst du nur mit Recordbox nutzen. Bei den XP2 kannst du es mit Serato und Recordbox nutzen. Also auf jeden Fall ist es sich das Geld wert. Und an alle Serato-User, ihr kennt da bestimmt noch den DDJ SP1, den gibt es natürlich auch noch. Den habe ich davor genutzt, aber seitdem ich den da habe, brauche ich den hier nicht mehr. Aber es war auch stets immer an meiner Seite. Und ich bin auch sehr glücklich, dass ich die noch habe, da es die nicht mehr gibt bei Pioneer. Auf jeden Fall mach das Plus weg. Und ja, mach es weg.